Kannst du den Teig nicht hier mitmachen? Und Omas Rezept, das kannst du dir ja wohl gerade noch merken. Sabine! Diesen ganzen neumodischen Quatsch, den brauchst du doch dafür nicht. Sobald jemand moderne Technik benutzt, dreht sie völlig durch. Oh, die Müllers kriegen ein Solardach. Das saugt uns doch die ganze Sonne weg. Ja, dieser neumodische Kram ist Teufelswerk. Dadurch kann niemand mehr eigenständig denken und alle verblöden. Außerdem setzt sich das eh nicht durch. Das hat sie auch über das Internet gesagt. Und über Streaming. MP3. Touchdisplays. Und Digitalkameras. Als mir neulich diese neue Chat-KI ein Gedicht geschrieben hat, also nur zum Spaß. Chat-KI-Gedicht für Sabine. Wollte sich meine Frau fast scheiden lassen. Schatz, so geht das nicht weiter. Ja, aber was hat uns denn dieser technische Fortschritt jemals gebracht? Licht? Ja, gut, Licht. Aber was sonst? Unser Auto? Ja, okay, unser Auto. Aber was sonst? Du warst doch neulich mit deinem Bandscheibenvorfall im CT. Was meinst du, wofür das C steht? Christentum. Computer. Ach, halt doch die Klappe. Ja, und dann sind sie zum Spezialisten hin. Mit Hilfe der radioisotopen Kohlenstoffdatierung und einer neuartigen KI. Mit was? Konnten wir herausfinden, Frau Schulze hat ein sogenanntes Retro-Gehirn. Das heißt, sie benutzt zwar Technik, diese muss aber sehr alt sein. Alles Neue ist für sie satanisches Teufelswerk. Genau. Dadurch kann niemand mehr eigenständig denken und alle verblöden. Und das setzt sich eh nicht durch. Die schlechte Nachricht ist, die Krankheit ist unheilbar. Sie wird uns weiter in Faxe schicken und Pong auf ihrem alten PC spielen. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Man kann mit der Krankheit leben und tolle Jobs bekommen. Meine Mutter wurde mit Kusshand genommen. Sie ist jetzt Digitalbeauftragte beim Landkreis. Na, dann wollen wir den Laden mal auf Vordermann bringen. Hallo? Ja? Würden Sie mich mitnehmen zur ARD-Mediathek? Da gehen wir jetzt mit extra hin, von YouTube zur Mediathek. Klar kenne ich den Weg. Einfach hier klicken. Nee, sorry, hier. Meine Orientierung ist leider so mies wie diese Endcard. Schnell weg.